Das Einwohnermeldeamt von Nürnberg. Morgens 7.30 Uhr. In den Diensträumen brennt Licht. Viele der 170 Mitarbeiter sind schon da. Und auch Sebastian Groß tritt gleich seinen Dienst an. Der 25-Jährige ist Beamtenanwärter. Beamter im mittleren Dienst der allgemeinen inneren Verwaltung. So heißt sein zukünftiger Beruf im typischen Amtsdeutsch. Eine umfassende zweijährige Ausbildung liegt fast hinter ihm und als Beamter eine über 40-jährige Dienstzeit vor ihm. Um seine Kleidung im Dienst muss sich Sebastian Groß nicht viele Gedanken machen. Anzug und Krawatte erwartet hier in Nürnberg keiner von ihm. Nur sauber und ordentlich soll er im Dienst erscheinen. Viel wichtiger sind Freundlichkeit und Kompetenz. Fast jeder der rund 500.000 Nürnberger kennt diese Räume und fürchtet die gelegentlich langen Wartezeiten. Gleich ist es 8.30 Uhr. Dann beginnt der sogenannte Parteiverkehr. Sebastian Groß hat noch ein paar Minuten, um sich auf seine Arbeit am Schalter 5 vorzubereiten. Punkt 8.30 Uhr geht es los. Bis 15.30 Uhr steht nun das Amt für seine Bürger offen. Das Einwohnermeldeamt ist so etwas wie die Visitenkarte der Stadt. So sieht es die Behörde selbst. Jeder Bürger, der neu in die Stadt zieht, muss erst einmal hierher. Und da ist von den 170 Mitarbeitern vor allem Kommunikationsfähigkeit mit den Bürgern gefragt. Das ist Ihre Meldebestätigung. Es geht immer um die gleichen Dinge. An- und Ummeldung, Antrag und Verlängerung von Personalausweis und Reisepass, Führungszeugnis und Lohnsteuerkarte, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Beglaubigung von Unterschriften und Ausweisfotokopien. Die Bürger erwarten vom Beamten mehr als nur korrekte Abwicklung ihrer Wünsche. Freundlichkeit, ein Lächeln vielleicht mal. Ich meine, manchmal ist es schwer, weil man vielleicht irgendwie privat auch, oder das nimmt man trotzdem manchmal mit die Arbeit, wenn man es auch nicht sollte, aber Offenheit auf jeden Fall und Zuhören. Sebastian hat sich schnell an die Arbeit am Schalter gewöhnt. Och. An den Kundenkontakt an sich gewöhnen muss ich recht schnell. Also ich denke, dass mir das auch halbwegs liegt. Und ja, also ich habe damit überhaupt gar keine Probleme. Mir macht es eher ziemlich viel Spaß, eben, dass den ganzen Tag Abwechslung ist, den ganzen Tag neue Leute kommen. Man guckt zweimal auf die Uhr und dann ist es 5 und dann geht man nach Haus. Also. Von den 500.000 Einwohnern Nürnbergs stammen 100.000 aus dem Ausland. Auch diese Bürger müssen gelegentlich auf das Amt. Im gleichen Gebäude, ein Stockwerk höher. Im Ausländeramt geht es um die Aufenthaltsverlängerungen, Freizügigkeitsbescheinigungen oder Duldung. An einem Schalter sitzen gemeinsam die Angestellte Philomena Improta und der Beamtenanwärter im mittleren Dienst Markus Hertel. Der 22-Jährige steht am Anfang des zweiten Ausbildungsjahres und darf hier am Schalter seiner Kollegin assistieren. Hier ist die Sachlage je nach Land manchmal recht kompliziert. Viele Unterlagen und Bescheinigungen sind oft nötig, um zum Beispiel eine Aufenthaltsverlängerung zu gewähren. Je nach Staat gibt es da ganz genaue Regeln und Vorschriften. Und in so einem Fall holen wir uns die Akte. So, ist da, möchtest du sie holen? Ja. Ist da Ahmed. Nimmst du am besten den Pass mit, falls du den Namen nicht merken kannst. Okay. Dann schauen wir. Markus Hertel wird losgeschickt, um im Archiv die passende Akte zu suchen. Der Umgang mit solchen Fällen erfordert Genauigkeit und auch viel Fingerspitzengefühl. Das öffentliche Interesse der eigenen Stadt und auch das persönliche Schicksal eines in seiner Heimat vielleicht verfolgten Menschen muss der Beamte innerhalb kurzer Zeit abwägen und seine Entscheidungen treffen. Dafür ist der sorgfältige Umgang mit Akten besonders wichtig. Nach dem Fachabitur und einer Ausbildung zum Industriekaufmann fühlt sich Markus Hertel hier genau richtig.
Büroarbeit liegt mir, habe ich auch als Industriekaufmann ja bereits erlernt. Und der Vorteil hier ist es bei der Stadt, dass man mit Menschen in Kontakt kommt. Also das heißt, man hat den direkten Parteiverkehr, man ist jetzt nicht angeigelt in seinem Büro, sondern man bekommt noch was mit von der Welt, kann man sagen. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Gute Deutsch- und Mathematikkenntnisse, Ordnungssinn und effizientes Arbeiten und Kontaktfreude. Dienststellenleiter des Einwohnermelde- und des Ausländeramtes ist Olaf Kuch, Chef von 170 Mitarbeitern. Davon sind 35 Beamte des mittleren Dienstes. Einem zukünftigen Anwärter rät er: Er soll gegenüber sich selbst erstmal ehrlich sein. Ja, er muss Freude haben im Umgang mit Menschen. Und er muss aber auch in der Lage sein, theoretisches Wissen sich anzueignen und in die Praxis umzusetzen. Es ist ja oft so, dass man was lernen kann, theoretisches Wissen abrufen kann, aber gerade auf den praktischen Fall vielleicht nicht anwenden kann. Das sollte schon gelingen, also der gewisse Transfer. Und wenn dann dazu kommt, dass man noch kommunikationsfreudig ist und Freude im Umgang mit Bürger hat, dann ist es das Richtige, durchaus. Zur Ausbildung gehört auch die Theorie an der Beamtenverwaltungsschule. Hier erklärt der Jurist Olaf Kuch den Anwärtern Fälle aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, kurz BGB. Das passiert nämlich, wenn Sie etwas anfechten. Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen. Eigentlich müsste streng genommen heißen, wird eine anfechtbare Willenserklärung angefochten. Sie fechten den Vertrag an, Sie fechten die Willenserklärung an. Aber wenn Sie anfechten, beseitigen Sie damit rückwirkend die Willenserklärung. Die gilt als nichtig, als von Anfang an gar nicht vorhanden. Eine trockene und nicht immer leicht verständliche Materie. Aber genau das gehört zum Handwerkszeug eines Verwaltungsbeamten. Genauso wie Konfliktlösungen im Umgang mit Beschwerden. Hier trainieren die Anwärter schwierige Situationen im Rollenspiel. Eine typische Szene. In einem Ferienort beschwert sich ein Gast massiv über Lärmbelästigung durch Glockengeläut. Der Beamte muss jetzt Ruhe bewahren und dem Gast in freundlichem Ton eine Lösung anbieten. Mensch, die sind doch auf der Weide. Was stört mich? Die sind Kuhglocken. Diese Glocken in der Gemeinde, diese Kuh. Dass sie den umfangreichen theoretischen Hintergrund auch gelernt haben, das müssen die Anwärter regelmäßig in Klausuren und Referaten beweisen. Hier bei uns in der Gemeinde. Die Ausbildungsinhalte: Bearbeitung von Rechtsvorgängen, Anwendung von Verwaltungsvorschriften, Kundenberatung und Kundenbetreuung. Umgestürzte Bäume auf unseren Straßen. Herbststürme haben, wie schon oft in letzter Zeit, Schlimmes angerichtet. Die kommunale Feuerwehr muss mit viel Personal und zahlreichem Gerät auch mitten in der Nacht ausrücken und die Schäden beseitigen. Für Hauptbrandmeister Christian Eisinger ist nach so einer Nacht die Arbeit erst zu Ende, wenn er seinen Einsatzbericht mit den Daten vom eingesetzten Personal und Material in der Feuerwehrverwaltung abgegeben hat. Hallo, ihr zwei. So, ein bisschen vom Einsatz zurück. Hier muss dann der angehende Verwaltungssekretär Stefan Windisch die Kosten berechnen, den Eigentümer von eventuell schon vorher schadhaften Bäumen ermitteln, die entsprechende Rechtslage klären und dann die Rechnung zustellen. Ich habe das genau eingezeichnet. Das ist der in der Ausbildung hilft ihm dabei noch eine Verwaltungsangestellte. Ja, dann rechnen wir das als Unwetterpauschale ab. Alles klar, auf meinen Klaren. Ja. Eine typische Aufgabe eines Verwaltungsbeamten im mittleren Dienst bei der Feuerwehr. Erleichtert wird sie ihm durch vorgegebene Formulare im Computer. Ein weiterer Einsatzort für einen Verwaltungsbeamten, das Nürnberger Südbad. Von hier aus werden die Urlaubsanträge und die Überstunden der insgesamt 80 Mitarbeiter der 7 Nürnberger Bäder erfasst und kontrolliert. Zuständig für diese Personalsachbearbeitung ist die 24-jährige Katharina Frank. Dazu kümmert sie sich um den öffentlichen Kummerkasten. Sie sammelt und beantwortet die auf Zetteln formulierte Kritik der Badegäste. Beschwerdemanagement heißt das in der Beamtensprache. Nach der mittleren Reife machte sie eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin, begann ein Studium zur Dolmetscherin und Übersetzerin. Jetzt wählte sie den Weg zu einem lebenslang sicheren Arbeitsplatz.
Und sie beantwortet gerne und geduldig alle Anfragen, auch zu den Schwimmkursen. Nürnberg Bad, Frank, grüß Gott. Ja, wir bieten Schwimmkurse für Kinder an. Die nächsten beginnen im Januar und Sie können sich ab dem 3. November dafür anmelden. Ob Berufsschule, Tiergarten, Autozulassungsstelle, an vielen verschiedenen Stellen wirken diese Beamten direkt vor den Augen des Bürgers oder im Hintergrund. Die negativen Seiten: Arbeiten bei starkem Andrang und unter Termindruck, kein Wahlrecht bei der Stellenzuteilung und 42 Wochenarbeitsstunden. Fast 30 Jahre Berufserfahrung und viele Dienststellen hat dieser Mann schon hinter sich. Er ist 46 Jahre alt und hat 1979 als Verwaltungsbeamter im mittleren Dienst angefangen. Er hat sich in seiner langen Dienstzeit bewährt und wurde nun befördert. Ein sogenannter Verwendungsaufstieg. Das ist ab dem 45. Lebensjahr möglich und er ist nun Beamter im gehobenen Dienst. In seinem kleinen Büro im Bürgeramt Nord ist er nun zuständig für die Liegenschaften im nördlichen Stadtrand Nürnbergs. Der Mann heißt Klaus Nerretter und erledigt in Eigenverantwortung Pachtverträge, Bauunterhalt und Bauanträge in seiner Gemeinde. Klaus Nerretter ist mit seinem Berufsleben zufrieden, mag die Karriereleiter des Beamten im mittleren Dienst auch kurz sein. In den Anfangszeiten, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, war auf jeden Fall unser Verdienst erheblich niedriger als in der freien Wirtschaft. Und jetzt geht es der Wirtschaft gut. Dann wird man belächelt, geht es der Wirtschaft schlecht, dann wird man beneidet, dann heißt es, man hat einen sicheren Arbeitsplatz, dir kann nichts passieren, du bekommst alle Monate dein Geld. Es ist ein Auf und Ab. Ja? Und ja, es gibt da für mich einen besonderen Dedo, man sollte mit dem zufrieden sein, was man hat und sollte eigentlich immer nach vorne sehen. Einen Vorteil hat die Arbeit von Klaus Nerretter. Er kann gelegentlich auch mal sein Büro verlassen und die Baustellen in seiner Gemeinde persönlich in Augenschein nehmen. Die Karrieremöglichkeiten: zahlreiche Spezialisierungsmöglichkeiten, vielfältige Einsatzbereiche, Aufstieg in den gehobenen Dienst. Mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter www.ichmachs.com. Zum Beispiel zum Verdienst. Zurück ins Amt der Pässe, zurück ins Einwohnermeldeamt. Sebastian Groß hat jetzt seinen Arbeitsplatz mit einem Büro hinter den Kulissen getauscht. Neben dem Parteiverkehr ist er auch zuständig für die Erledigung der Post. Denn die Bürger müssen nicht immer persönlich am Schalter erscheinen. An- und Ummeldungen können auch schriftlich erfolgen. Sebastian Groß ist sich ganz sicher, die richtige Berufswahl getroffen zu haben. Und er wird auch sicher von der Stadt übernommen. Zum einen sicherlich, weil es halt ein sicherer Job ist. Also weil es halt eben mit dem Beamtentum, dass man halt auf der sicheren Seite ist eben. Das war schon einer der Hauptgründe für mich, mich dafür zu entscheiden. Und dann eben, also macht mir die Arbeit hier aber auch schon viel Spaß, eben der Umgang mit den Leuten, denke ich, dass mir das gut liegt. Und deswegen passt es ganz gut. Mehr als 10 Stunden ist Sebastian Groß von montags bis donnerstags täglich im Amt. Denn er will freitags gerne schon am frühen Nachmittag nach Hause gehen. Das sind dann schon lange Arbeitstage in der Schalterhalle. Ein Platz, an dem sich viele angehende Beamte erst einmal bewähren müssen, bevor sie dann auch in anderen Dienststellen der Stadt eingesetzt werden.